Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Und wie ihr es schon seht, wir sind im Moviepark Germany heute und unser Jahreskanal und ja, erster Besuch heute. Und es ist strahlender Himmel. Ist auch schön. Schönes Wetter war dieses Jahr, das ich beim Freitagbesuch hatte. Legoland war ja jetzt nicht so gut, aber es ging. Aber auf jeden Fall, ja, Jahreskarten wohl später abholen. Okay. Tschüss. Also, das Digital Welcome Center war auf jeden Fall zu voll für uns. Dann sind wir erstmal zum Studio gegangen, auch zu voll, halbe Stunde. Dann gehen wir zu Star Trek. Sturmausfall! Chillig. Letztes Mal auf der Achterbahn eine Brakele gehabt, aber okay. Und jetzt kommen wir schon zu einer Neuheit, was der Moviepark dieses Jahr präsentiert. Es wird eine neue Gestaltung. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Auf jeden Fall wurden die Toiletten neu gemacht. War richtig cool. Und ja, jetzt warten wir bis Star Trek öffnet und dann wird das meine erste Attraktion dieses Jahr im Moviepark. Ja, let's go. Was ich noch sagen muss, es wird sehr viel neu gemacht, aber für mich auch die Toiletten wurden neu gestrichen. Es wurde auch sehr viel gestrichen. Ich will jetzt zeigen, ob noch was noch verändert wurde. Sonst hält mir grob nichts wirklich Neues auf. Aber ja. Und bei Star Trek stehen sie hier immer. Ich kann es auch euch zeigen. Da geht noch nichts. Stromausfall. Ja, let's go. Also auf jeden Fall die Jahreskarte jetzt. Dann nehmen wir abgeholt. Star Trek immer noch zu, glaube ich. Ne, Star Trek macht Testfahrten. Auf jeden Fall ist es schon da und warte für die Garten wie immer. Ja, irgendwann mal gucken, was wir jetzt machen. Ich habe echt keine Ahnung. So ein ahnungsloser Tag, Leute. Alles hat zu, da ist entweder zu voll. Ja, mal schauen. Wir sind nichts gefahren heute. Perfekt, ne? Und wir haben jetzt schon 2-3 Stunden um. Perfekt, jo. Über die Freundlichkeit der Mitarbeiter im Moviepark muss man natürlich hier nicht reden. Fällt einem hier gar nicht mehr oder so. Das geht mal damit, weil du nur auf den Keks. Ich will jetzt auch gar nicht grob erzählen, was da vorgefallen ist, jetzt wieder, aber. Das sag ich ja, im Moviepark so. Ich weiß schon, warum ich hier nicht so gerne bin. Aber okay, ich bin immer noch nichts gefahren. Wir haben jetzt schon 13 Minuten, glaube ich. Läuft doch, ne? Sehen wir mal irgendwie zu Excalibur und fahren, glaube ich, nicht mal was. Aber wir haben gerade die Show gesehen. Ja, die hat nur 5 Biere gemacht, aber sonst ganz okay. So, die Mikros anpassen. Keiner, das stimmt nicht ganz so, aber okay. Weiß okay. Ist okay. So, wir kommen jetzt hier von der letzte Reihe. Freunde gerade und ja, bei Excalibur wo ich eben sehr nass, am nassesten natürlich wie immer und ja, mal schauen was wir danach machen. So, wir haben jetzt noch eine schöne Fahrt beendet und wir haben ja schon frühzeitig den Park verlassen, wir haben ungefähr 15:30 jetzt, ja, sehr früh für uns eigentlich, aber heute ist einiges vorgefallen. Uns einfach sehr genervt hat, deswegen auch einfach keinen Bock mehr wirklich haben. Ja, es gibt halt Leute, die sind halt nicht wirklich so freundlich halt und es hat uns schon ein bisschen gestört und deswegen hauen wir jetzt auch hier ab, gerade das Verlassen, aber da habe ich mal wieder ein bisschen gebraucht. Das letzte Verbände war wieder super, erste Reihe, geil, aber ja, auf jeden Fall endet jetzt hier der Tag und ich hoffe bald wieder Heidepark. Heidepark macht mich eigentlich immer sehr glücklich. Von daher hoffen. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Like und ein Abo nicht vergessen. Like und Abo, ich hab Daumen nach oben, was labert. Egal, der Tag hat mich fertig gemacht. Auf jeden Fall Like, Kommentar und Abo da lassen auf jeden Fall. Und ja, mach's gut. Ciao.